Ja, Haus Nordseetraum. Hohe Tiefe 26 im Büsum, das ist die Wohnung Nummer 6. Ich glaube für 3 Personen oder 4 Personen. Das Sofa kann man ausklappen als Schlafsofa. Ich glaube statt 3 Personen nur komisch. Nee, 4 Personen muss das doch sein. Ja, dann gehe ich mal hier durch. Das ist der Flur. Ja, ist in Ordnung. Das ist das Schlafzimmer. Auch okay, denke ich mal. Also für uns auf alle Fälle. Schöner großer Schrank. Draußen im Treppenhaus, da ist auch noch ein Schrank. Da ist dann Staubsauger und sowas, Utensilien drin. Das ist das Bad. Auch okay. Ja. Jo. Toilette. Doch, alles da, ne? Alles vorhanden. Alles schön neu. Kann man nicht meckern. Da unten ist was ab, habe ich gesehen. Naja, das wird noch gemacht. Da ist was rausgesprungen. So. Dusche. Jo, dann hat man hier noch so einen Abstellraum. Auch okay. Ja, was soll ich noch zeigen? Kann ich ja eigentlich nichts. Ne? So viel mehr gibt es ja nicht. Aber ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das Wohnzimmer ist richtig groß. Also Wahnsinn. Vorher waren wir in einer Pension. Eine Woche. Da war zwar mit Frühstück, aber das Zimmer war dann doch ziemlich klein. Es sollte 26 Quadratmeter sein, das Zimmer. Aber da haben die wahrscheinlich, da haben die das Bad und Balkon alles mit dazu gerechnet. Und stimmt trotzdem nicht. Ja, Geschirrspüler ist alles da. Der läuft gerade. Wenn ich in einer Ferienwohnung bin, das erste Mal, dann stoppe ich da immer alles rein. Stelle auf die höchste Temperatur und dann lasse ich alles durch. Reinigen. Obwohl wir ja hier nicht frühstücken oder so. Meistens tun wir ja irgendwo frühstücken gehen. Da hat man nämlich keinen Dreck. Ja, Wohnzimmerschrank ist auch da. Ja, Garderobe. Balkon. Herrlichen Blick. Leider kein Meerblick. Ah, da klopft, da will jemand rein. Kriege ich die Tür nicht auf, die Frau. Ja, was soll ich sagen? Es war eine sehr schöne Wohnung. Also es war alles blitzblank sauber, alles neu, kann man sagen. Wir hatten einen Schaden, was heißt ein Schaden? Es fehlte eine Schraube in der Dusche. Das habe ich dann gleich gemeldet. Das wurde dann auch gleich behoben. Und wenn man raus ins Treppenhaus geht, da ist nochmal ein Schrank. Da steht Staubsauger und Besen, Schippe, alles, was man so braucht, noch drin. Putzmittel braucht man eigentlich nicht mitzunehmen. Also es hat alles sehr gut funktioniert. Halt in die Innenstadt nach Büsum ist ein bisschen weit. Für jemand, der fußfaul ist, die Parkgebühren sind sehr hoch, naja, und die Preise sind allgemein sehr hoch in Büsum. Also, tschüss!